Der einfachste Weg, mehr Länge mit dem Driver zu erzeugen, ist, wenn wir es lernen, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Dafür müssen wir drei Anpassungen treffen. Punkt 1. Wir nehmen den Schläger an die Brustwirbelsäule, durch die Beine hindurch und jetzt kippen wir uns nach rechts, sodass mein linker Oberschenkel mit dem Schaft getroffen wird. Punkt Nummer 2 ist, dass wir jetzt den Schläger nicht direkt am Ball platzieren, sondern ein gutes Stück rechts vom Ball, ca. 30 cm und uns jetzt auch vorstellen, dass der tiefste Punkt hier am Ball ist, damit wir es dann schaffen, den Ball noch in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Punkt Nummer 3 ist, dass wir es schaffen, eine volle Drehung zu erzeugen und es jetzt schaffen, dass der Kopf wirklich hinter dem Ball bleibt. Gehen wir die drei Sachen durch. Setup, nach rechts kippen, Schläger ungefähr 30 cm rechts vom Ball platzieren, volle Drehung und schon sind wir in der Lage, den Ball deutlich in der Aufwärtsbewegung zu treffen.